Guten Morgen, wir lesen Baal Sulam, die Werk von Baal Sulam. 163 ist die Seite, Einführung in die Wissenschaft der Kabbalah, Punkt 12. Fragen könnt ihr stellen auf KFTV, ausgewählte Fragen werden während des Unterrichts gestellt. Werke von Baal Sulam, die Einführung in die Wissenschaft der Kabbalah, Punkt 12. Es ist wichtig zu begreifen, dass die Essenz eines jeden Geschöpfes und der gesamten Schöpfung einzig und allein das Verlangen zum Fangen ist. Alles außerhalb dieses Rahmens ist nicht Teil der Schöpfung, sondern bezieht sich auf das Wesen des Schöpfers. Atzmuto. Weshalb betrachten wir dann das Verlangen zum Fangen als etwas Grobes, Aviyut, abscheulich, Schlechtes und der Korrektur Bedürftiges, sodass wir angehalten sind, es mit Hilfe der Tora und der Gebote zu reinigen? Und tun wir das nicht, sind wir nicht in der Lage, das letztendliche und oberste Elzi, den Plan der Schöpfung, zu erreichen. Das Verlangen zum Empfangen kommt zu uns vom Schöpfer, nicht gerade aus von ihm, nicht von ihm. Wie gesagt wurde, der geschöpft ist, der geformt ist, zu der Zeit, wo das Licht vom Schöpfer auskommt, als Motor, beides steigt ab und kommt zu einer bestimmten Verbindung zwischen einer und die formen die Schöpfung. Und für uns ist es notwendig, dass wir hier beachten, in Bezug auf die Materie, dass das unser Verlangen ist und alles, was im Verlangen drin ist. Das sind die Nenner der Verlangen, nicht das, was das Verlangen füllt, sondern die Nenner des Verlangens. Das alles kommt vom Schöpfer, nicht geradeaus von ihm. Und die Füllung, das ist vorbereitet gerade vom Schöpfer. Und von hier haben wir ein besonderes Prinzip, dass eine jeden Progress kann nur durchgeführt werden mit der Überwindung der Materie. Inwieweit der Mensch einen Progress erfährt, das kann man messen in Bezug dessen, inwieweit er sich distanziert von der Materie zum Schöpfer und dann in seiner Arbeit, inwieweit er in der Lage ist, über der Erschwerung des Herzens, über der Materie zu sein, insofern nähert er sich zum Schöpfer. Das heißt, diese zwei Parameter, die Materie und das Licht, welches wirkt auf die Materie, diese beiden gehen aus von einer Quelle. Und wir müssen unsere Beziehung festlegen diesbezüglich. Eins geht gerade von Atzmuto aus und das andere ist geschaffen aus dem Nichts. Nochmal weiter. Punkt 13. Wenn es Fragen gibt, bitte schön. Ihr könnt fragen, aber sachlich. Das, was wir lernen hier. Nein, bis jetzt noch nicht. Also gut. Punkt 13. So wie materielle Objekte durch Abstand im Raum voneinander entfernt werden, so entfernen sich spirituelle Objekte durch ihre unterschiedliche Form voneinander. Etwas Vergleichbares existiert so auch in unserer Welt. Wenn beispielsweise zwei Menschen ähnliche Ansichten vertreten, so mögen sie sich und keine räumliche Entfernung kann ihre Sympathie füreinander beeinträchtigen. Und umgekehrt, wenn ihre Ansicht völlig voneinander abweichen, hassen sie sich. Und die räumliche Nähe wird diese beiden nicht im geringsten näher bringen. Also trennen und entfernen die Meinungsverschiedenheiten die Menschen voneinander. Und ähnliche Ansichten bringen sie zusammen. Und wenn zum Beispiel die Menschennatur des einen, der eines anderen absolut diametral entgegensteht, fühlen sich diese Menschen so voneinander
voneinander entfernt wie Ost von West. Dasselbe gilt auch in den spirituellen Welten. Gegenseitige Entfernung, Annäherung, Verschmelzung und Einheit, diese Prozesse ereignen sich ausschließlich gemäß unterschiedlicher bzw. ähnlicher innerer Eigenschaften der spirituellen Objekte. So trennen sie sich je nach der Unterschiedlichkeit der Form, während ihre Ähnlichkeiten sie aneinander annähernd und miteinander verschmelzen lässt. Dadurch muss man verstehen, dass das Verlangen zum Fang das Hauptelement und das verbindliche Gesetz des Geschöpfes ist, denn es ist der wesentliche Kern eines Geschöpfes. Es ist gerade das Kli, das notwendig und geeignet ist, den Zweck zu verwirklichen, der im Schöpfungsgedanken beinhaltet ist. Das Verlangen zu empfangen des Geschöpfes ist darum vom Schöpf völlig getrennt, da der Unterschied der Form zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer bis zu einem Gegensatz gelangt. Denn der Schöpfer ist das Absolute zu geben, absolute Verlangen zu geben. Und in ihm steckt nicht einmal eine Spur des Verlangens zu empfangen. Und das Geschöpf ist das absolute Verlangen zu empfangen. Und in ihm steckt nicht einmal eine Spur des Verlangens zu geben. Fragen? Das heißt, die Sache ist die, dass was will jeder? Wir wissen gar nicht, was das Verlangen zum Fangen ist. Wir wissen auch gar nicht, was das Geben ist. Diese Verständnisse sind weit weg von uns. Das Verlangen zum Fangen, das ist nicht, dass er etwas empfangen will einfach. Für uns ist es wichtig hier zu verstehen, dass inwieweit wir ein Progress erfahren, wird unser Verlangen zum Fangen größer sein und wir werden weiter und weiter weg sein vom Schöpfer und genauso entfernt voneinander, von den Freunden. Wo jeder größer ist als sein Freund, so ist der böse Trieb größer. Und der Unterschied zwischen uns wird sich verstärken. Die Distanz zwischen uns wird wachsen. Und wir werden uns fühlen von diesem Standpunkt aus, dass wir fallen, dass wir absteigen. Wir schaffen es nicht, zum Erfolg zu kommen, weil das Verlangen zu empfangen im Fall eines Erfolges wird größer und größer. Mehr harder, komplizierter, in verschiedenen Nennern, die vorhanden sind, die gegensätzlich einander sind. Und je mehr wir gucken auf unseren Zustand von Seite der Schöpfung, dann kann es nicht sein, dass wir nah einander sein können. Wie in anderen Kreisen dort nähern sich die Menschen dank dessen, dass die sich beschäftigen mit einer Füllung, einer Materie. Und die werden gleich einander im Gegensatz zu wenn man sich bewegt mehr und mehr zur Spiritualität. Bis jetzt scheint es uns so, dass wir uns ähneln oder so, aber so wird es nicht sein. Wir müssen überwinden den Unterschied, wo wir mehr und mehr distanziert voneinander sein werden. Wie man sagt, der größer als sein Freund sich fühlt, der böse Trieb ist größer von ihm, er wird eine Kritik haben gegenüber seinem Freund von hier bis zur Unendlichkeit. Natürlich in Bezug auf den Lehrer, auch in Bezug auf den Schöpfer, das Verlangen zum Fangen. Wenn dieses Verlangen zum Fangen wächst, sagt es, ich werde regieren und man muss aber in der Freude sein, dass für uns enthüllt wird diese eine Form, diese Quelle, über die wir gelesen haben im 12. Funk, das Verlangen zu empfangen aus dem nicht vom Schöpfer gerade kommt, sondern das Licht,
vom Schöpfer geradeaus kommt. Und diese beiden, inwieweit die sich befinden in der Schöpfung, mehr entwickelt, so sind sie gegensätzlich zueinander. Deswegen sollte man sich nicht wundern, man sollte keine Angst haben, irgendwelchen schwierigen Situationen, Zuständen sich befinden. Alles ist klar. Man muss sich von der Seite einfach beobachten, wo das Verlangen zu empfangen. Dieses Muss größer sein, und dann werde ich in ihm sehen verschiedene widersprüchliche Sachen und Weisen, und ich werde mit nichts einverstanden sein. Und hier gibt es eine gefährliche Situation, wo man wegrennen kann zur egoistischen Richtung, das heißt zu Werten dieser Welt zurückkehren. Aber wenn man sich hält, dass es niemand gibt außer in ihn, dass alles kommt vom Schöpfer und alles kommt deswegen, damit man mich hebt, mich verbindet mit der Gruppe, mit dem Schöpfer, mit der höheren Kraft. Und deswegen ist es eine gegensätzliche Kraft erstmal gegen die Verbindung. Dann fange ich an zu verstehen, wo ich mich korrigieren muss. Das heißt, sagen, die Augen sind vorhanden, aber die sehen nicht. Das ist die Hilfe in der Art der Gegensätzlichkeit in Bezug auf die Verbindung, welche wirkt. Und dank dessen kann ich dann sehen, wie viel ich null eigenständige Kraft ich habe. Ich muss mich mit dem Schöpfer verbinden, von ihm die Kraft bekommen. Und dann in so einer Form dann kommen zum richtigen Verhältnis zu dem, was so heißt, die Hilfe in der Gegensätzlichkeit, wo das egoistische Verlangen wächst, Tag ein, Tag aus. Deswegen, beides geht vom Schöpfer aus und er spielt so mit uns. Wenn er ein jedes Mal sehr stark distanziert, das Verlangen zu empfangen, welches nicht von ihm kommt, und das Verlangen zu geben, welches von ihm kommt. Fragen. Können Sie nochmal genau erklären, das, was Sie sagen, das Verlangen zu empfangen, das kommt nicht geradeaus von ihm, weil das aus dem Nichts geschaffen ist, sagt Raf, deswegen nicht geradeaus. Der Schöpfer hat entschieden, dass er schaffen muss, die Schöpfung, damit er ihm geben kann. Wenn das Verlangen größer wird, dann hat der Schöpfer mir mein Verlangen zu empfangen vergrößert. Das heißt, der Schöpfer hat es mir gemacht. Aber das Verlangen zu empfangen, sagt Raf, das selber, das geht nicht von ihm aus. Das wächst er, das macht er größer. Das ja, aber auch nicht geradeaus durch ihn, sondern mit Hilfe des Lichtes macht er das auf so eine Art und Weise, dass in Bezug auf dich ist es nicht geradeaus von ihm. Du kannst nicht sagen, dass du siehst, dass dein Verlangen zum Fangen wächst als Folge der Wirkung des Schöpfers, sondern im Gegenteil, du sagst, dass du dich, das scheint ja so, dass du dich von ihm distanzierst. Also gut, in Bezug auf dessen, dass das Verlangen zu geben von ihm geradeaus kommt, das Verlangen zu geben kommt auch nicht direkt vom Schöpfer, sondern das Licht zurückkehren zur Quelle kommt in Bezug auf deine Bereitschaft, das Verlangen zu empfangen zu geben, kommt auch nicht geradeaus, sondern du musst verschiedene Handlungen machen, musst fordern. Und wenn es kommt, kann ich dann festlegen, dass es vom Schöpfer kommt? Ja, weil nicht, dass es gerade von ihm kommt, aber du befindest dich in der Ähnlichkeit davon mit dem Schöpfer, deswegen fühlst du es so. Also hier natürlich gibt es noch viel genaue Erklärungen, das ist klar. Machen wir weiter. Die gegensätzlichen Eigenschaften, das ist etwas Gutes, ein guter Zustand. Was machen wir mit der Gleichgültigkeit? Gleichgültigkeit, sagt Raff, ist auch eine Art der Gegensätzlichkeit. Wenn das dem Menschen gegeben ist, damit er dann herausfindet, inwieweit er ohne der Hilfe von oben oder ohne der Wirkung von der Gruppe
wo durch die Gruppe bekommt er dann die Wirkung von oben. Auf den Schöpfer selber kann ich nicht wirken, sondern ich kann durch die Gruppe auf den Schöpfer wirken und dann seine Wirkung bekommen, wenn ich eine Kontrolle diesbezüglich habe. Und die Gleichgültigkeit, ja, das ist eine sehr, sehr starke Sache. Das spricht darüber, dass wir nicht festgelegt haben, die Verbindung zwischen uns, zwischen dem Menschen und der Gruppe und dem Schöpfer, Israel, Torah und der Schöpfer, das ist eine Kette, die da nicht wirkt. Und deswegen kommt dann die Gleichgültigkeit. Es gibt nichts Schlimmeres als in diesen Widersprüchen, diesen Gegensatz zu sein. Also gut, du befindest dich nichtsdestotrotz in irgendwelchen Analysen und die Gleichgültigkeit ist, wenn du nichts herausfinden kannst, die Menschen fallen da rein, können dort jahrelang verbleiben und dann erwecken sie, inwieweit der Mensch nicht allein ist, ist ein Teil des zerbrochenen Systems. Er ist ein Teil der Seelen und er bekommt verschiedene Korrekturen von den anderen Seelen und auf so eine Art und Weise erwecken sie ihn, obwohl er seinen spirituellen Progress gelassen hat. Und dann irgendwann mal erweckt er, er wacht auf, weil unumgänglich ist sein Vorhandensein, sein aktives Mitmachen, damit er zur Korrektur kommt. Der Schüler, ich frage, wo ist die Wurzel, die spirituelle Wurzel dieser Gleichgültigkeit? Oder ist es eine Klippe, mit der man schon nichts mehr machen kann? Das hängt davon ab, in welcher Ebene. Die Gleichgültigkeit auf den niederen Ebenen ist es keine Gleichgültigkeit, sondern der Mensch, der fällt in diese Welt und er sieht, dass es gut für ihn ist. Das ist keine Gleichgültigkeit, sondern so ein Ego, dass er auf so eine Art und Weise Genuss hat. Er sorgt sich einfach, dass es ihm gut geht. Er ist Gleichgültigkeit zum spirituellen Progress. Der Punkt im Herzen leuchtet nicht, weil er nicht genug investiert hat, um diesen zu verbinden mit der Gruppe, mit dem Lehrer, mit der Methodik. Und als Folge seines Stolzes hat er kein Streben und sich anzubinden zu den anderen. Er fühlt sich stärker als die anderen. Und dann kommt die Gleichgültigkeit. Ich sage dir, wenn wir Gleichgültigkeit spüren, dann der kommt nicht zum Unterricht. Und die Gleichgültigkeit kann sein, dass der Schüler in der Materie sich befindet. Er ist Gleichgültigkeit zur Spiritualität, aber in der Materie hat er einen Progress, er investiert viel und er glaubt, dass er sich irgendetwas damit aneignet. Also kann eine Gruppe diese Gleichgültigkeit, einen aus dieser Gleichgültigkeit rausholen? Oder passiert das ohne der Gruppe? Die Gruppe ist verpflichtet, einen zu helfen, da rauszukommen, sich zu sorgen, dass jeder in seiner Wahrnehmung gleich dem anderen ist, gleich dem anderen ist. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Alle sind unterschiedlich. Es gibt solche, die sich befinden in deren Wahrnehmung, in ihrem Eindruck. Es gibt welche, die sich unterscheiden in ihrem Wissen darüber, das, was sie lernen, in ihrer Weisheit, in deren Charakter, das, was sie lernen,
Die Gruppe, die muss die Wahrnehmung einem jedem geben, dass er gleich ist allen anderen, dass es dass er keinen bevorzugt gegenüber jemand anders, sondern alle gleich vielen sind. Das Ego wird dann zum Zustand kommen, wo es dann seine gleichgültige Person einfach rausschmeißt vom Weg. Das heißt, ihm zu helfen, aus der Dunkelheit zu kommen. Dass er sich fühlt über den anderen, dass alles okay ist, dass ich sicher bin. Er, in dem befindet er sich in so einem Strom des Flusses, welches ihn bringt zu seinem großen Wasserfall, wo er zerbrechen wird. Frage: Wenn es einen Freund gibt, wo die Gleichgültigkeit vorhanden ist, weil er nicht finden kann in der Gruppe die Unterstützung, er geht nach außen, kann ihm eine Gruppe helfen und ihm eine Füllung geben? Wie gibst du ihm denn eine Füllung? Mit einem Spiel. Ja, die Gruppe kann über ihn beten, das sind die Handlungen, aber wenn er schon sich entschieden hat, dass er die Füllung außen finden wird, dann weiß ich nicht, was er machen kann. Wenn du mich fragst, ich weiß es nicht. Er hat schon angefangen, die Gruppe abzustoßen von einer Seite in Bezug auf deren Weg und der Organisation. Dann sucht er noch irgendetwas anderes, eine Alternative außen. Das ist noch schlimmer, dass er das alles verlassen hat, sondern er sucht was anderes, er sucht eine Alternative, das ist noch schlimmer. Soll er gehen? Das ist für uns verboten. Einen spirituellen Freund zu beeinflussen. Er befindet sich jetzt nicht in der Gleichgültigkeit, er befindet sich auf der Suche eines anderen Weges. Er sieht, dass es für ihn keinen Platz bei uns gibt und er sucht was anderes. Ich bedauere nicht, dass es solche Menschen gibt. Jeder sucht wie ein Hund auf der Straße. Jeder sucht so in Bezug auf deren Eigenschaften, das, was zu ihm passt. Verstehst du das? Deswegen, man sollte ihn lassen. Es gibt viele Menschen, die kommen und gehen und fallen. Sollte so sein. Außerdem, wir sind eine besondere spezielle Gruppe. Vielleicht braucht er eine religiöse Unterstützung für einen besonderen Progress. Deswegen sucht er solche Gruppen, wo man die Kabbala lernt, aber dabei auch fordert, so hier irgendwelchen äußeren Handlungen, irgendwelche Gebete. Vielleicht sucht er das und das fehlt ihm. Er hat eine Unsicherheit. Er versteht, dass es so sein soll. Er ist noch nicht dazu gekommen, bis zur genauen Festlegung, was die Wissenschaft der Kabbala ist. Er verbindet diese mit der Religion. Es gibt noch viele Sachen. Aber wir müssen vorankommen und müssen uns auf den Schöpfer, müssen den Schöpfer vertrauen. Also, gehen wir weiter. Ah, nur wenn es sehr wichtig ist. Die Frage in Bezug auf die Gleichgültigkeit. Es gibt ein paar Fragen in Bezug auf Gleichgültigkeit. Welches Ziel der Gleichgültigkeit in der Arbeit, wo es sonst zwischen der Spiritualität und der materiellen Gleichgültigkeit? Die Gleichgültigkeit ist eine sehr wichtige Sache. Das zeigt mir, inwieweit ich den Schöpfer vergrößern muss in meinen Augen. Zuerst die Größe des Schöpfers, aus der Größe des Schöpfers die Größe der Mittel, also das heißt der Lehrer, die Bücher, die Methodik, die Bücher und so weiter. Wenn ich dann verstehe,
dass die Gleichgültigkeit, die muss zu mir kommen, dann jedes Mal und auch eine Abstoßung. Und ich muss dieses überwinden, weil das kommt nicht gerade vom Schöpfer, wie wir das gelernt haben. Das Verlangen zu empfangen kommt nicht gerade vom Schöpfer, sondern das Geben, das Licht kommt geradeaus vom Schöpfer. Mit diesen Sachen muss man so arbeiten. Und ich nehme diese Sachen an wie etwas Unumgängliches auf dem Weg. Unumgänglich auf dem Weg. Solche Schläge, die kommen zu Menschen. Gab es auch bei Rabash. Sie schließen einen weg von der ganzen Realität, gut und schlecht, und der Mensch wird wie so ein Stück Baum. Es ist auch notwendig für uns, solche Zustände zu durchleben. Lohnt es sich in der Arbeit zwischen den Freunden eine Analyse durchführen und zu sprechen über die Gleichgültigkeit? Ja, es lohnt sich zu sprechen darüber und dieses zu analysieren, aber sich nicht zu vertiefen. Einfach, versteht ihr, das ist ein Zustand, welchen wir durchgehen. Und wie können wir irgendwelche Rahmen aufbauen, die uns bewegen können über diesen Zustand? Diese Zustände werden uns geschickt, damit wir in unseren Augen vergrößern. Die Gruppe, den Schöpfer, das sind solche guten Eigenschaften, die Gleichgültigkeit. Die Menschen zeigt man, wo ihm an Arbeit fehlt. Weiter. 164 ist die Seite, Punkt 14. Um die Geschöpfe aus dieser gewaltigen Trennung vom Schöpfer zu erretten, fand zum Aleph statt. Erste Einschränkung, welche Prinadalet von allen Potsophim, also spirituellen Objekten, der Kedusha trennte. Rav, damit das Verlangen zu empfangen so sein, wie es ist, um zu empfangen. Das geschah auf solche Art und Weise, dass das große Maß des Verlangens zum Empfangen zu einem leeren Raum wurde, ohne jegliches Licht. Dies ist so, weil nach zum Aleph alle Pazufim der Kedusha einen korrigierenden Massach für Klimalchut eingerichtet haben, um kein Licht in diese Prinadale zu empfangen. In dem Moment, als sich das höhere Licht zum Geschöpf erstreckt und versucht, sich ins Innere zu verbreiten, stößt der Massach das Licht zurück. Dieser Prozess heißt Zusammenstoß, aka zwischen höherem Licht und dem Massach. Als Ergebnis dieses Schlages steigt das Orchoseer von unten nach oben auf und bekleidet den 10 Sephirot des höheren Lichtes. Der zurückgestoßene Teil des Lichtes heißt Orchoseer. Indem es das höhere Licht bekleidet, wird es nachher zum Empfangskli des höheren Lichtes anstelle von Prinadalet. Denn danach erweitert sich Malchut im Maß des Orchoseer, des reflektierten Lichtes, das zurückgestoßen wurde, von unten nach oben stieg und das höhere Licht bekleidete und breitete sich auch von oben nach unten hin aus, sodass sich auf diese Weise die Lichter in die Kelim kleiden, das heißt in dieses Orchoseer. Das nennt man Rosh und Guf, einer jeden Stufe. Der Sivuk, der HKA des höheren Lichtes mit dem Massach, verursacht einen Aufstieg des Orchoseer von unten nach oben und bekleidet die 10 Sephirot des höheren Lichtes in die 10 Sephirot der Rosh. Das bedeutet die Wurzeln der Kelim, denn dort ist noch keine richtige Einkleidung möglich. Erst nachdem sich Malchut mit dem Orchoseer von oben nach unten ausgebreitet hat, ist das Orchoseer zu Ende und es wird zu dem Kelim für das höhere Licht. Und nun kleiden sich die Lichter in die Kelim, genannt Guf, diese bestimmte Stufe, was vollendete Kelim bedeutet. Rav, nachdem die Schöpfung fühlt, dass es gegensätzlich dem Schöpfer ist, sich in der Distanz zu ihm befindet, muss
dann dieses eine Einschränkung machen. Aushalten die Entfernung. Und nach dem Zimtzum entscheidet er, was er tun kann, um noch mehr an den Schöpfer zu kommen. Und dann baut er die Beziehung zum Schöpfer auf, also ihm geben, und so baut sich auf. Er baut einen neuen Rosch, den Kopf, eine neue Beziehung zum Schöpfer. Deshalb die neue Beziehung von ihm, von der Malchut, also Zimtzum, nach dem Zimtzum, nachdem er sich zum Erschaffer erhebt, um seinen Willen zu verwandeln, seinen Willen zu empfangen in die Absicht des Gebens, dann erbaut er diese neue Beziehung, programmiert diese neue Beziehung, genannt Rosh vom Pazuf, und danach entsprechend dem, wie er entscheidet und wählt im Kopf, dass er den Genuss dem Schöpfer geben kann, empfängt er im Guf, im Körper, also umzugeben. Fragen? Ich möchte absichtlich hier keine Details hier einbringen. Frage? Er schreibt hier, dass er zum neuen Kli wird, das Gefäß zum Empfang des Lichts. Wie kann es denn sein, dass das Kli für die Erfüllung erschaffen wurde, danach passierte was und dann wurden dann die neuen Kelim? Das macht auch das Licht für das Geschöpf, beeinflusst das Geschöpf so, dass es eine gegenseitige Einstellung zum Schöpfer aufbauen kann, das Geschöpf. Also nicht in der direkten Beziehung zu, oder nach dem direkten Einfluss des Schöpfers, sondern indirekt. Also in der direkten Beeinflussung, der Schöpfer gibt dem Geschöpf den Willen zu empfangen, den Genuss, aber nicht direkt, er gibt dem Geschöpf die Empfindung von sich selbst und was bedeutet, gebend zu sein. Und das Geschöpf, als das mit, zusammen mit der Füllung empfängt, als die Malchut Ein Sof empfängt vom Schöpfer und fühlte sich entgegengesetzt, dann in diesem Gegensatz fühlte sie die Scham, die Nichtübereinstimmung und von dem Willen zu empfangen und dem Willen des Gebens des Schöpfers. Und diese Differenz dermaßen beeinflusste es, das Geschöpf, dass es nicht empfangen kann und macht einen Zimtzum. Nachdem es einen Zimtzum gemacht hat und bereits sich entleerte von der Füllung, so wie die Füllung, die alle Kelim befüllen sollte, so auch die Füllung, die ihm diese schlechte Empfindung gibt und zeigt die Differenz in den Eigenschaften zwischen ihm und dem Geschöpf, dann kann es jetzt eine Berechnung machen, inwiefern es in der Übereinstimmung die Eigenschaft mit dem Schöpfer geben kann. Denn es fühlt, darin ist die Lösung. Und dann wählt es aus, also wir sagen, es empfängt jetzt die dünne Linie. Wir sagen, es sind 20% vom Geben an den Schöpfer, kann es empfangen, aber das, um dem Schöpfer zu geben. Das heißt, es ist bereit, sich vollkommen einzuschränken und über dem Zimtzum zu genießen, dafür, um ihm zu geben. Nicht den Genuss in den natürlichen Kelim des Empfangs, des Willens zu empfangen zu bekommen, sondern in dem Willen, den Genuss ihm zu geben. Das heißt, hier gibt es eine Art innere Verwandlung, Revolution im Geschöpf, dass es innerhalb der innerhalb sich selbst die Kelim baut, wo es empfangen möchte, Zimtzum machen möchte und empfangen, um zu geben, machen kann. Und all das, er baut es, das Geschöpf, im Inneren, das ganze Modell, die ganze Struktur, seine Beziehung zum Schöpfer, zum Erschaffer. Und entsprechend diesem
Modell teilt es sich ein in viele Teile. Es gibt Roche, was entscheidet, wie viel man empfangen kann. Es gibt Kufe, es gibt das, wo man empfängt, und Soft, wo es nicht in der Lage ist zu empfangen. Und das ist und dann gibt es, was draußen verbleibt, was man nicht um zu geben empfangen kann. Und alles das geschieht im Roche, im Empfang, verzeihung. Das heißt, das Geschöpf jetzt im Inneren baut sich so auf in einer besonderen Form, dass kann sich so vorstellen, dass es geben kann, aber alles endet am Geschöpf. Es schickt nichts dem Schöpfer zurück. Im Schöpfer gibt es keine Kelim, wo du ihn befüllen kannst, sondern inwiefern du dich füllst. Also diesen Willen zu empfangen, den man erschuf, das bedeutet, dass du ihm Genuss gibst, dass du ihn erfüllst. Also der Wille zu empfangen wird teilweise gefüllt, selbst im Maß der Absicht oder gar nicht erfüllt. Drauf. Es wird erfüllt mit der Absicht des Gebens, mit Hilfe der Absicht des Gebens. Denn dann sein Empfangen ist nicht mehr Empfangen, sondern das Geben. Schüler, warum schreibt ihr denn, es gibt neues Kli? Das Kli blieb doch dasselbe Kli. Kommt drauf an, was du als Kli bezeichnest. Wir sagen, dass das Kli ist die Qualität des Geschöpfes. Auf die Weise entscheidet das Geschöpf, dass das so eine Einstellung zum Schöpfer haben möchte. Das ist sein Kli. Wenn ich in meinem Empfang den Genuss dem Gastgeber gebe, das bedeutet, dass ich ein gebendes Kli habe. Und das vermindert nicht in mir das, was ich vom Gastgeber empfange. Umgekehrt, wo ich empfange, um zu geben, ist es viel stärker, als wenn ich geben sein würde wie der Schöpfer. Denn dadurch mache ich einfach eine doppelte Arbeit. In dem Willen zu empfangen, erbaue ich die Kelim des Gebens, arbeite ich mit den Kelim des Gebens. Also der Gegensatz dem, was es nicht in seiner Qualität ist, nach seiner Natur ist. Schüler, wir kamen jetzt nach den Feiertagen mit einer Einladung raus, wo sie die uns gaben, damit wir die Eigenschaft der Liebe fordern, auf der Stufe des Willens zu empfangen sein würden, und kamen rein in die Psycha, und diesen Punkt fühlt man, wie Baal Sulam erhebt etwas die Decke und zeigt die Eigenschaft der Liebe des Schöpfers, wie er das Geschöpf näher bringt. Können Sie uns ein bisschen die Richtung geben, wie hält man die Absicht während des Lesens, damit es genauso, wie Sie uns ausrichten während der Unterricht von Soha, um zu füllen, diese Einkleidung, die der Schöpfer in uns einbringen möchte, in der Liebe, die er uns gibt, in der Liebe des Schöpfers. Raff, zuallererst verpassen wir nichts. Nichts verpassen wir. Wir befinden uns unter der Kontrolle, unter dem Einfluss der Sorge von oben. Und wenn es uns so erscheint, dass wir plötzlich vom Weg abkommen, plötzlich weglaufen, es gibt eine Verwirrung, dass etwas nicht klappt, alles ist dafür da, damit wir mehr tiefer klären können, was passiert, und das ist auch die Richtung von oben, weil es niemandem gibt außer ihm, und wir müssen nur noch unsere Einstellung, unsere Beziehung dazu korrigieren. Deshalb, wie werden vorankommen? Wie kommen voran? Ich denke nicht, dass es gibt einen Platz hier, damit wir die Dinge jetzt offenbaren, denn man muss dazu bereit sein, vorbereitet sein. Das wird kommen. Feiertag ist ein Feiertag, nicht jeden Tag feiern wir. Und wir müssen arbeiten.
und nicht drauf achten auf unsere Empfindungen, sondern genau an der Stelle, wo wir nicht einen Aufstieg fühlen, eine Begeisterung fühlen. Also gerade dort muss man sich anstrengen, damit unsere Einstellung zum Studium, zum Leben, zu der Gruppe wäre zumindest so wie früher. Also der Schöpfer, der die Gruppe voranbringen möchte, er erhebt in ihr den Willen zu empfangen. Das ist die Prämie, die wir empfangen, seine Belohnung. Und da natürlich fühlen wir darin die Schwere des Herzens, den Mangel an dem Willen, dem Wunsch, aber das ist dafür, um voranzukommen. Das ist die Arbeit. Ja, mein Freund. Acharea Zimzum. Nach dem Zimzum wurde der Schirm aufgestellt und es gibt hier die Absicht des Games. Richtig. Was ist der Unterschied der Absicht des Games überhaupt von dem Zustand, wo die Malchut existierte vor dem Zimzum in Pina Gimel? Das ist auch eigentlich Empfang, um zu geben. Ist das etwas dieselbe Empfindung, zu der er strebt, zurückzukommen? Dafür hat er den Schirm oder was anderes? Ja, es gibt etwas, was du fragst. Ja, es gibt etwas darin, weil die Pina Gimel ist eine Art Beispiel für Malchut, damit sie korrigiert sein könnte, dass in Zukunft die Malchut muss zum Serampin aufsteigen wollen. Aber jetzt noch? Also vor der Malchut gibt es verschiedene Phasen, von wo sie ein Beispiel empfangen kann. Aber dies zu verwirklichen, kann sie nur in ihrem Willen zu empfangen. Aber dort sind noch diese Phasen nicht vorhanden. In diesen Phasen gibt es noch keinen Willen zu empfangen. Sie ist nur Malchut. Deshalb, schau mal, der Zustand, in dem Pina Gimel Serampin und die Pina Bet, sogar Binah, das kann man. Aber was hat sie davon, wenn ich nicht in der Kraft mich befinde, die ich von oben erhalten habe, also von Serampin. Ich befinde mich in vollkommenem Willen zu empfangen, habe ich nichts Freies, nicht im Kopf, nicht im Herz. Ich bin im Zustand, wo ich nur empfangen kann. Was kann man denn tun? Deshalb, das, was ich hier tue, ich möchte nicht die Pinot sehen, die von mir sind. Ich vertiefe mir in das Licht, was in mir gibt. Ich möchte mich verbinden mit dem Geschöpf, was in mir ist, was mich erschuf. Und aus ihm heraus frage ich, warum hat er mir das angetan? Mit welchem Ziel? Und das führt mich zu Entscheidung. Aber in den viel höheren Phasen, ich kann mich wenden, ich kann sie fühlen, sie sind ebenfalls in mir, weil jede nächste Phase beinhaltet die vorhergehenden Phasen. Das bedeutet, dass ich mich an die vorhergehenden Phasen wende. Aber das alles kann ich nicht von ihnen erhalten. Als Beispiel, okay, Beispiel auch schon mal letztendlich. Aber darin, um zu suchen, zu klären, was es in mir ist, in die Pina Dalet aus Dalet, was möchte der Schöpfer von mir? Dort bin ich. Schüler, während Zimzum geschah so eine Handlung, die sieht so aus, als ob eine Abstoßung wäre. Im Zimzum geschieht die Abstoßung von der Handlung des Schöpfers. Nicht von dem Schöpfer selbst, sondern von der Handlung des Schöpfers, weil er mich erfüllen möchte direkt. Ja. Aber ich entferne mich nicht von ihm. Der Schöpfer ist der Schöpfer. Ich bin
Ich bin im Zustand von Zimtzum. Ich habe auch eine Anhaftung. Das, was ich tue, in einer direkten Form, die Erlangung, die klar ist, dass dies vom Schöpfer kommt und jegliche meine Entscheidung kommt letztendlich vom Schöpfer. Dadurch schließe ich nicht von ihm ab. Ich schließe mich von ihm, nur von dem Empfangen von ihm ab. Aber seine Liebe bleibt mit ihm in Bezug auf die Vereinigung bleibt mit ihm zusammen. Ich stehe vor dem Gastgeber, wir hängen zusammen. Wir müssen die Dinge nur richtig praktisch einordnen, das, was ich versuche zu tun. Das heißt, man muss verstehen, dass Zimtzum also teilt nicht das Geschöpf in zwei Teile. Und dass ich alles dem Schöpfer wegschmeiße und sage, oder zurückschmeiße und sage, ich gehe von mir weg. Nein, das, was ihr mit der ganzen Liebe gebt, ich fühle seine Liebe, ich fühle seine Beziehung mir gegenüber, ihr gebt mir ein Beispiel, aber gerade deshalb fühle ich die Unbequemtheit, dass ich dagegen handeln muss. Schüler. Also dann basierte die Handlung von Zimtzum nur darin, dass ich nicht empfangen kann, weil die Beziehung zwischen uns, die Übereinstimmung der Qualitäten entsprechend meiner gegenwärtigen Entwicklung wird wertvoller und ich mache das gezwungenermaßen. Hier gibt es keine Wahl. Ich mache das aufgezwungen, weil ich verpflichtet bin, mit dem Empfangen aufzuhören. Schüler, ausgehen aus der Anhaftung? Aus der Anhaftung mit dem Gastgeber, weil ich möchte, dass unsere Beziehung bleibt und in dem Zustand, wo ich jetzt empfange, die Beziehung, wo ich jetzt bin, diese Beziehung hörte auf. Damit sie nicht aufhört, höre ich auf mit dem Empfangen. Das heißt, auf der anderen Seite die physische Verbindung, der Wille zu empfangen von mir und der Wille zu geben von ihm. Aber auf der anderen Seite öffne ich einen Weg zwischen uns, eine zusätzliche, alternative Verbindung. Weil ich mit dir verbunden sein möchte, aber nicht damit, sondern mit der Absicht, lasst uns noch einen Kanal der Verbindung öffnen, mit der Absicht. Schüler, von dort, von dem Punkt aus, gibt es, ich weiß nicht, die Kraft, irgendeine Möglichkeit wieder zu versuchen, zu empfangen. Das kommt später. Das gehört nicht zum Empfangen. Ich möchte nicht mehr empfangen. Ich realisiere die Absicht. Ich denke gar nicht mehr an die empfangenden Kelim. Sie werden sekundär mir gegenüber. Bisschen empfangen, ja, aber zu geben. Ich habe kein Problem, auch nicht mit dem Schöpfer. Wir sitzen bereits um den Tisch herum und besprechen, wie entwickeln wir die Liebe zwischen uns. Aber nicht, inwiefern er mir gibt, ich gebe ihm. Wir sind schon auf der zweiten Etage im gegenseitigen Geben, der gegenseitigen Liebe. Das ist das, was ich baue. Deshalb gibt es hier keine Scham, nichts. Nur dazu, zu der Bedingung bitte ich bei ihm aufzusteigen. Natürlich ist er damit einverstanden. Stellt euch nur vor, welche Formen der Beziehung gibt es nach dem Zimtzum, also der Schirm und das reflektierte Licht. Nachdem ich dies zurück zum Gastgeber als eine Bitte erhebe, wie lasst uns jetzt so beginnen, die Beziehung aufzubauen, dann plötzlich erweitert sich alles aus. Also gebe Wille zu geben, Wille zu empfangen, gebe mir, ich kann jetzt verwandeln, damit das aus mir heraus rauskäme zum gegenseitigen Sivuk. Das heißt, wir öffneten hier einen neuen Kanal der Verbindung zwischen uns. Gil. Du, auf wen zeigst du jetzt? Riga. Die Frage ist die, wir sagen am Anfang, wenn es beim Schöpfer kein Anzeichen des Empfangens gibt, warum möchte er, dass man ihm Genuss gibt? Der Abonnent möchte nichts von uns.
Raff, der Schöpfer möchte gar nichts von uns, denn wir existieren ja immer noch nicht. Es gibt niemand, von dem man was fordern kann. Am Anfang der Schöpfung erschuf er den Willen zu empfangen, beschäftigt sich mit dem Willen zu empfangen, ohne jegliche Frage von dem Willen zu empfangen. Was empfängst du, was wirst du nicht empfangen? Er kennt die Reaktion von Anfang an, der entwickelt ihn, den Willen zu empfangen, so wie ein Embryo sich entwickelt in der Gebärmutter. Moskau. Übergang zu Pinal Bett zu Pinal Gimmel haben wir zwei Klärungen. Das Geschöpf entscheidet, nicht zu empfangen, muss zu empfangen, um zu leben. Und zweite Erklärung, das Geschöpf empfängt, weil er dadurch geben kann. Gibt es eine andere Erklärung dazu? Nein, die zweite Erklärung gibt es nicht. Nur in der Zukunft. Nur in der Zukunft, als Zimzum geschehen wird, der Schirm, das reflektierte Licht, alle Pazufim in den Welten, wenn es dazu kommt. Wunderbar. Wen haben wir noch? Lateinamerika. La primera, ¿cómo lidiar con el temor de perder la conexión? Es gibt zwei Fragen. Die erste, wie kann man mit der Angst fertig werden, die Verbindung mit dem Schöpfer zu verlieren? Die Verbindung ist in der Gruppe und man hat die Angst, die Verbindung zu der Gruppe zu verlieren. Raff, stellt ihr bitte noch die zweite Frage. Gracias. ¿Puede explicar un poco más lo que proviene de la existencia a partir de la existencia y lo que proviene de la no existencia en relación al deseo? Erklären, was Yeshmi Yesh bedeutet und Yeshmi Ein bedeutet. Y la tercera pregunta, das bezüglich der Entwicklung des Wunsches. Und die dritte Frage. Raff, ich kann nicht ein paar Fragen nacheinander klären. Wie kann man da so lernen? Wir haben tausende Leute, die jetzt wissen müssen, was er für sich aufgeschrieben hat, alle drei Fragen nacheinander. Der will sich alles Fragen durchlesen, damit alle hören, alle verstanden, die Antwort. Ich will so keine Fragen bekommen. Eine Frage, ja. Vielleicht will ich die zweite nicht mal hören. Er soll nochmals eine Frage stellen, die erste, die wichtigste Frage für ihn. Pregunta, por favor, solo una pregunta, lo más importante de todas. Gild, das Birlaem. Yesh laem baya im asafa. Safa y kaha. Raff sagt. Also, Gil, du sollst ihm erklären, die haben so eine lange Sprache und er kann sehr lange sprechen, über kleine Sachen sehr viel, soll dir schreiben, Frage schicken und er soll die Frage so stellen, Fragezeichen stellen. Es ist nicht so, wie wir auf der Straße miteinander reden. Wir kennen schon einander, wir müssen die Dinge einordnen. Okay, Asien. Guten Morgen. Raf, die Frage ist, durch den Weg von Zimzum erweitern wir die Wahrnehmung der Wirklichkeit, das heißt, je mehr wir den Willensempfang einschränken, die Empfindung der Vereinigung
Wir erhalten dadurch, empfangen wir neues Gefühl, dadurch, dass wir uns selbst einschränken. Raff, wir schränken uns ein von dem Empfangen, direktem Empfangen vom Schöpfer. Und dadurch erlangen wir das, dass wir dadurch unser Kli entwickeln, damit es um zu geben wird. Wenn wir beginnen, um zu geben sein, zusammen mit dem Willen zu empfangen, mit dem Zimtzum, mit dem reflektierten Licht, das bereits um zu geben ist, und in diesem reflektierten Licht zu empfangen, den Schöpfer zu empfangen, das Geben vom Schöpfer, sein Einfluss, natürlich werden wir, würde ich sagen, noch mehr klüger als der Schöpfer, wenn man so sagen darf. Das heißt, wir schließen in uns ein, den Willen zu empfangen, Zimtzum, das reflektierte Licht und die Schöpfer, die Fülle, die vom Schöpfer kommt, nach dem Gesetz der Einkleidung vom Licht in das Klee. Und natürlich dadurch kommen wir zu dem Zustand, dass all das Geschöpf uns Verständliches existiert in uns. Wo haben wir die höhere Welt, die spirituelle Welt? Ist es ja in denselben Kli. Das Kli, was sich erweitert mit der Absicht des Gebens. In ihm, in dem Kli, befinden sich alle Welten, alle Seelen. Es gibt nichts außerhalb dem, nur innerhalb des Willens zu empfangen. Okay, dann setzen wir weiter fort. Wir lesen weiter, Punkt 15. Die neuen Kelim entstanden in den Pazufim der Heiligkeit anstelle von Pinat Dalet nach Zimtzum Aleph, und sie werden durch das Ochoser als Ergebnis des Sivuk der AKA zwischen dem Licht und dem Massach gebildet. Und wir müssen allerdings verstehen, wie dieses Ochoser zu einem Gefäß für den Empfang wird, nachdem es ursprünglich nur ein zurückgewiesenes Licht war. Es funktioniert in der Weise, dass das Licht zu einem Gefäß wird, also eine entgegengesetzte Rolle zu spielen beginnt. Nun, wir wollen zu verdeutlichen ein Beispiel aus unserer Welt geben. Von Natur aus liebt und schätzt der Mensch die Eigenschaft zu geben und hütet sich, von seinem Freund zu empfangen, ohne gleichzeitig etwas zurückzugeben. Rav, das ist das, was da auf der menschlichen Stufe ist und befindet sich nicht auf der Stufe eines Tieres. Derjenige, der das hat, er hat schon bereits einen Anfang von einem Mensch. Wenn er es noch nicht hat, dann muss er sich noch entwickeln wie ein Tier. Text. Nehmen wir mal an, dass jemand zu einem Freund nach Hause kommt und zum Essen eingeladen wird. Natürlich wird er alles zurückweisen, egal wie hungrig er auch sein mag, da die Rolle eines Empfängers, der ein Geschenk empfängt, ohne zurückzugeben, erniedrigend ist. Ja, wenn man ihm eine Möglichkeit gibt zu stehlen, was dann? Ich frage auf eine natürliche Art. Jeder hat auch dazu Neigung. Schaffe ich zu stehlen und direkt zu empfangen vom Gastgeber oder nicht? No. Also, das heißt, stehlen kann man, ja, kein Problem, weil es keine Scham dann gibt. Das ist nicht offen, richtig? Er hat sich noch nicht offenbart. Deshalb, ich kann so bei ihm so irgendwie seitlich von ihm verstehen, aber wenn er mir direkt gibt vor ihm, sage ich, nein, will ich nicht. Warum? Weil er in mich die Scham injiziert. Dadurch... Wer wollte da noch fragen? Also dadurch trifft er mich sozusagen. Schüler, ich verstehe nicht den Unterschied. Warum in dem Diebstahl gibt es keine Scham? Ich empfange ja nicht frontal. Ja, deshalb hast du keine Scham. Aber ich komme da dazu, dass ich die Scham habe. Verstehe ich nicht. Ich komme zu dir nach Hause. Du sagst mir,
Jetzt werden wir eine Mahlzeit machen, zusammen essen, und ich im Vorfeld weiß, was du mir gibst, und es gibt dort auf der Seite, ich weiß nicht, irgendeine Sache liegt da rum, die mir gefällt, ich nehme sie und lege mir in die Tasche. Habe ich die Scham? Schüler, ja, weil es, wenn es nicht Scham gäbe, hätte ich das nicht frontal gemacht, direkt. Ach, nein, das ist nicht so unbedingt so. Außer der Scham müsste hier noch eine andere Berechnung für deine Handlung, Rechtfertigung für deine Handlung geben. Nein, das stimmt doch nicht. Dadurch fühle ich nicht, was das Empfangen ist, dass ich von dir in eine verborgene Form nehme. Ich fühle darin nicht, dass ich auf irgendeine Art, dass dies auf irgendeine Art mein Willen zu empfangen trifft. Ich verzichte natürlich, das ist aber nicht schlimm, aber wenn es in demselben Zimmer wärst und neben dir hätte ich die Sache in die Tasche reingesteckt, kann ich das? Schüler. Ja, aber durch Tricks, also nicht von da, also kurz gesagt, kann ich nicht. Also so kann ich aber, oder? Also was ist die Differenz zwischen dem, wo wir am Tisch sitzen? Du willst mir immer nur geben. Das habe ich nicht verstanden. Ja, dass diese Sache, was ich mir nehme, würde ich dir bezahlen und ich müsste dir nicht zurückgeben. Also die Verbindung, wo wir sind. Du gibst, ich empfange. Und dagegen, wenn du mir gibst und ich empfange von dir, und dann haben wir eine Verbindung zwischen dem Geber und zwischen dem Empfänger. Und dann bin ich nicht in der Lage, kann ich das nicht halten. Warum? Weil du mich triffst dadurch. Du machst mich niedriger, du wirst höher und ich tiefer. Du annullierst buchstäblich mein Ego, vernichtest mein Ego. Ich werde dann ein Empfänger. Ich bin unter dir, bin sekundär und deshalb entsteht dieses Gefühl der Scham. Also diese Sache, die ich gestohlen habe, brauche ich nicht. Okay, hab gestohlen, dann habe ich noch eine andere Berechnung, vielleicht schäme ich mich noch. Aber dass ich empfange von dir in einer offenen Form und dadurch erniedrigst du mich, muss ich entweder dir dafür bezahlen, das heißt dir zurückgeben, ich weiß nicht, vielleicht mit derselben Mahlzeit, die ich für dich organisieren muss, oder mit dem Geld bezahlen oder mit der Beziehung mit dir, wenn wir Freunde zum Beispiel sind, dann hätten wir so eine Berechnung nicht. Aber wie kann ich von dir, wenn ich von dir was empfangen habe, irgendeine Mahlzeit, wie kann ich bleiben ohne Berechnung, ohne... Oder sind wir dann schon Freunde, haben wir keine Berechnung mehr, wir sind alle korrigiert, oder ich rechtfertige dich, ansonsten muss ich dir, schulde ich dir was? Also das ist dieses Beispiel sehr tief. Also wenn der Schöpfer gibt, warum ist er verborgen? Warum ist der Schöpfer verborgen, verhüllt? Und dann, wenn ich von ihm nehme, nennt sich das ein Diebstahl etwa? Ich sehe ja nicht den Gastgeber. Warum ist das ein Diebstahl? Ich bin in dieser Welt. Ich nehme mir, ich fühle keine Scham. Also, aber wenn der Schöpfer offenbart wäre, könnte niemand empfangen. Schüler. Also, der Diebstahl dann, das ist die Korrektur, oder ist es eine Verhüllung, Verdeckung der Scham für die Scham? Richtig. Also, es gibt etwas, was ich jetzt verstehe. Das verdirbt die Beziehung. Aber außer, dass es die Beziehung verdirbt, was gibt es da noch? Ja, nein, das ist vielleicht mein Problem. Später sagen wir haben Gewissen in dieser Welt. Ich annulliere die Verbindung zwischen dem Geber und dem Empfänger. Das gehört niemandem. Okay, dann nehme ich uns Punkt. Aber das, was wir in dieser Welt tun, was alle Menschen tun, es gibt keine Beziehung zu ihm. Wer ist der Schöpfer? Lass mich mein Leben genießen. Das
ist die Lösung, Rettung sozusagen, ja? Daraus sagt, er hat ein sehr gutes Buch in Türkisch geschrieben, neues Buch. Das, was ich verstanden habe, vom der Mensch fühlt, dass er nicht Übereinstimmung der Eigenschaften hat und dafür schämt er sich? Ja, letztendlich alles, weil ihm die Ähnlichkeit der Eigenschaften fehlt. Schüler, wenn das alles vom Schöpfer kommt, warum sagt der Mensch nicht, er hätte kein Problem damit? Weil das mein Ego betrifft. Also der Schöpfer schuf das Ego, gibt mir und ich empfange von ihm. Wenn ich mich ja vor dem Schöpfer annulliere, kein Problem. Deshalb die Erniedrigung kann mich nach oben katapultieren und ich kann mich sogar mir eine Medaille dafür geben. Das habe ich nicht verstanden. Raff, wenn der Schöpfer mich zerstört und ich empfange von ihm und ich, je mehr ich empfange, kann ich sagen, alle können vom Schöpfer empfangen, er möchte allen geben, kein Problem, lasst uns alle empfangen von ihm, je mehr, desto besser. Können wir so? Können wir. Also wo ist das Problem dann? Der Schöpfer gibt nicht. Er enthüllt sich nicht und macht uns kein Problem, weil er eine andere Art der Verbindung braucht, damit wir empfangen würden, ausgehend aus der Angleichung der Formen, dass wir dadurch dank dieser Beziehung geben, empfangen, auf seine Stufe aufsteigen würden. Es geht nicht darum, dass wir empfangen, oder das Problem ist nicht, dass wir empfangen, sondern dass wir von der Stufe des Geschöpfers in dieser Welt auf die Stufe des Geschöpfers in der spirituellen Welt aufsteigen wollen. Das, was uns wichtig ist. Ja. Der Mensch fühlt einen Hass, einen Neid. Ja, es gibt hier jegliche solche Empfindungen. Heim. In der Fortsetzung vom Gesagten, wie hängt das damit zusammen, dass der Freund den anderen Freunden Geschenke gibt und diese betreffen das Herz? Wenn wir Freunde sind, aber das ruft auch die Scham hervor. Das kommt auf den Zustand an, in welchen Beziehungen wir sind. Ich befinde mich in der Gruppe. Und ich befinde mich in so einem erniedrigten Zustand. Ich stürze ab, ich liege unten, kann nichts tun, die Freunde kommen, möchten mir helfen, so und so und so. Und hier kommt die Frage, in welchem Zustand bin ich, wenn ich eine gute Beziehung mit ihm hätte und diese Beziehung jetzt arbeiten würde, dann akzeptiere ich mit Freude ihre Hilfe. Warum? Weil ich ihnen die Möglichkeit gebe, mir zu geben. Dank dem erheben sie sich, erheben die ganze Gruppe und ich bin hier, fühle mich entgegengesetzt, dass ich der Gruppe geholfen habe, aufzusteigen. Und deshalb habe ich keinen Mangel an mir. Ich fühle das nicht, und weil der Schöpfer alles macht und macht genau durch mich das. Also er macht aus mir einen Helden. Dadurch, dass er mich erniedrigte, ließ abstürzen und die Gruppe kann mit meiner Hilfe aufsteigen. Das kann man so erklären, aber das kann man auch anders erklären. Alles kommt darauf an, welche Beziehung der Mensch mit der Gruppe hat. Es gibt hier viele Formen. Darin ist die ganze Weisheit der Kabbalah. Der Schöpfer, der Mensch und die Gruppe. Okay, mit dem Gastgeber alles klar? Ja. Fabrizio aus Argentina fragt, Zimtzum ist eine Methode, den Gastgeber zu belügen? Ja, ich weiß nicht, wovon er spricht. Ich habe gar keine Möglichkeit, den Schöpfer zu belügen. Ich sollte so nicht drüber sprechen, als ob der Schöpfer nicht weiß. Er sieht jetzt nicht, er ist verborgen. Ich kann so oder so tun. Das ist wie ein kleines Kind so spricht. Ich rede direkt.
dass ich mich gegenüber ihm befinde und mit einverstanden, nicht einverstanden, mit Gruppe, ohne Gruppe, aber immer, jederzeit befinde ich mich buchstäblich im Inneren von ihm, von dem Schöpfer. Man kann sagen, gegenüber ihm, wie du es meinst. Aber nicht so, dass sich irgendwie ihn irgendwie austricksen könnte, ihn belügen könnte. Nein, das ist eine falsche, nicht die richtige Vorgehensweise, Herangehensweise. Also ich also nicht gegen das Prinzip, es gibt niemanden Mosaim. Wir sind noch nicht zu Ende, oder? Mit dem Punkt? Nein. Okay, wir lesen weiter. Wir lesen weiter. Die Mensch respektiert den Willen zu empfangen und es ist ihm unangenehm, von jemandem zu empfangen. Deshalb, zum Beispiel, der Freund kommt nach Hause und zum Essen eingeladen wird. Natürlich will er alles zurückweisen, egal wie hungrig er auch sein mag, da die Rolle eines Empfängers, der ein Geschenk empfängt, ohne zurückzugeben, erniedrigend ist. Ja, wenn der Freund immer darum bittet und bittet und bittet, will er alles zurückweisen oder bin ich damit einverstanden, wenn der Freund immer mehr und mehr darum bittet? Was passiert hier? Klasse, schaust mich an. Ich lade dich nicht ein, ja, ganz ruhig. Aber es entwickelt etwas Neues. Was? Verzicht bleibt zum Verzicht. Bleibt Verzicht. Wächst er oder macht er sich klein? Mein Verzicht infolge dieser Aufforderung vom Gastgeber, wächst er oder nicht? Wächst. Das heißt, je mehr der Gastgeber drauf besteht, sage ich nein, nein, nein oder was? Aber wenn er sagt, esse, dann esse ich. Raff, wenn er sehr viel drum bittet und macht dir, öffnet sein Herz für dich und du fühlst, es kommt buchstäblich von dem Herzen aus und aus der Liebe heraus kommt das Ganze, dass du dadurch ihm einfach einen Gefallen machst, als ob du jetzt verpflichtet bist zu essen, ansonsten gibt es nichts größerer Schlag an ihm. Das heißt, du machst ihn traurig und er bittet dich darum, mach mir einen Gefallen. Nicht, dass er dir einen Gefallen tut, sondern du ihm einen Gefallen wirst. Ausgehend von seiner Liebe herausfordert er nichts mehr. Das, was du, damit du nur von ihm empfängst. Und dein Empfang wird das geben an ihn. Also am Anfang verzichte ich deshalb, weil ich fühle, in mir einen Mangel, aber wenn er drauf besteht, dann tue ich das für ihn. Er sagt dir, was bist du so kaltherzig, was tust du mir an, ich habe für dich alles vorbereitet, du hast die Freunde, aber ich liebe dich, ich wartete auf diese Möglichkeit jahrelang. Und bis du letztendlich zu mir kommst und machst mir einen Gefallen, nicht von mir zu empfangen, sondern gibst du mir dadurch einen Genuss, dass du probierst, was ich für dich vorbereitet habe. Kennst du diese Worte oder nicht? Und dann? Aber das zerbricht ja irgendwann mal. Natürlich, du fühlst, dass du nicht darauf verzichten kannst, wenn du ein Mensch bist. Also wo ist die Scham hier? Dann gibt es keine Scham. Er hat für dich die ganze Scham annulliert. Die Scham gehört dazu, der empfängt, aber der gibt, ist gebend. Er macht aus sich einen Gebenden dank seiner Beständigkeit und Überredungskunst, also was fühlst du, dass du ihm nicht geben kannst? Der verwandelt dich jetzt zu einem Gegensatz. Dann, was empfängst du oder nicht? Das Essen. Schüler, ja. Wunderbar. Wunderbar. Alle sind einverstanden, dass er empfängt?
Ja, warum? Weil es keine Scham gibt. Umgekehrt, du fühlst, dass du ihm einen Gefallen tust. Dadurch gibst du ihm einen Genuss. Und dann beginnst du zu essen und du siehst, wie er genießt. Je mehr du isst, desto mehr einfach steigt er auf. Und du sagst, oh, wie schmeckt dieser Fisch ist und Fleisch. Und alles tust du dafür, um tatsächlich ihn zu erfüllen. Mit den Genüssen, aus denen du fühlst. Und diesen Genuss du fühlst, du musst du tun. Also was passiert dann mit der Scham? Die Scham verwandelt sich zu der Ehre. Zu Ehre. Und was dann? Dann endet das. Ja, ausgehend aus deinem Bauch raus? Oder wann endet das? Wie kannst du jetzt erwägen oder abwägen, ob du genießt im Maße der Bewertung, was der Schöpfer für dich getan hat? Oder kannst du jetzt die Dinge tun, empfangen für ihn, für sein Genuss. Das heißt, buchstäblich steigt ihr auf über allen diesen Speisen, über allen diesen irdischen Berechnungen auf eine spirituelle Berechnung. Und diese Genüsse kleiden sich in sich ein. Wie viel kann der Gastgeber vom Genuss geben? Wie viel Genuss kannst du zurückgeben? Und ihr seid schon in einer Ähnlichkeit der Form. Sagen wir mal, die Mahlzeit ist zu Ende. Es ist zwar ein Problem, aber nehmen wir mal an, es ist zu Ende. Was fühlt man dann? Nun? Den Genuss. Ein Genuss von was? Schüler, dass ich habe den Genuss dem Gastgeber gegeben. Dass du dem Gastgeber Genuss gegeben, der Gastgeber fühlte, er hat dir gegeben. Also, welchen gemeinsamen Genuss habt ihr? Schüler, dass es die Liebe gibt. Ah, die Liebe. Das heißt, dank dieser Beziehung verwandelt ihr also Fleisch, Fisch, all diese Speisen in die Liebe verwandelt, richtig? Das heißt, ihr seid auf eine ganz andere Ebene jetzt aufgestiegen. Von der irdischen, materiellen, tierischen Stufe seid ihr auf die spirituelle Stufe aufgestiegen. Die Frage, warum kann man so nicht tun? Warum sind wir in dieser Welt, in jedem der Zustände, können so nicht die Beziehung aufstellen zwischen uns, damit sie auch einander erfüllen und jeden auf die spirituelle Stufe katapultieren würden? David. Keine Frage, ja? David. Ich habe eine Frage. Wenn das in unserer Welt passiert, dann fühle ich letztendlich nicht, dass er mich ausnutzte. Er zwang mich gewissermaßen zu fühlen, dass ich ihm das Gute tue, aber ich fühle mich schlecht. Verzeihung, ich fühle mich nicht, also ich fühle ja keine Erniedrigung letztendlich. Ja, warum? Weil ich immer noch in meinem Willen zu empfangen stecke und er, so sehe ich ihn. Warum geschieht das nicht mit der Mutter? Weil ich fühle, sie ist mir schuldig, sagt Schüler. Nicht schlecht. Ja, seine Beziehung ist... Ja, sie hat mich geboren. Sie ist mir schuldig, richtig? Schüler, die Beziehung zwischen uns annulliert die Scham. Bis zu einem bestimmten Maße. Vielleicht, wenn ich größer werde, werde ich mich verändern. Ja, du wirst größer werden, ja, das wird sich verändern. Du wirst dann mehr
mehr den Vater berücksichtigen als die Mutter. Schüler, Frage. Der Schöpfer, weil er verborgen ist, ich fühle nicht seine, wo er drauf besteht und das seine Beständigkeit und das verwandelt sich nicht zur Ehre, zu der ja, das heißt, zwischen U und zum ihm zurückzugeben, also was dann? Und das heißt, alles beziehen wir auf ihn. Das, was wir jetzt investierten in die Vorbereitung von Kelim, um das Licht zu empfangen, diese Mahlzeit von ihm zu empfangen, dank dem befreien wir uns von der Scham und diese Scham verwandelt sich zu der Ehre. Ja, das verwandelt sich zu der Ehre und wir haben es gearbeitet, wir haben es erlangt, verdient diese Belohnung. Schüler, das ist das, was letztendlich der Gastgeber, dem Gastgeber sagt, alles, was du mir gegeben hast, kann ich dir nicht zurückgeben, weil ich bleibe immer ein Empfänger. Aber wenn es bereits die Beziehung der Liebe gibt, wenn sie aufsteigen wollen auf die Stimmung, auf die Liebe, dann gibt es hier keine Scham. Also bist du jetzt endlich mit der Scham oder nicht? Wir lesen weiter. Und sein Gastgeber fängt jedoch an, ihn zu überzeugen, indem er ihm klar macht, dass ein essender Gast einem Gastgeber ungeheure Freude bereitet. Wenn der Gast dies als wahr empfindet, stimmt er dem Essen zu, da er sich dann nicht mehr als Empfangender und den Gastgeber als Gebenden empfindet. Im Gegenteil, empfindet sich der Gast als derjenige, der dem Gastgeber gibt und ihn durch seine Bereitschaft zu essen erfreut. Und es wird deutlich, dass trotz des Hungergefühls und Appetits, wobei gerade Hunger und Appetit das ursprüngliche Sondergefäß, also Essen zu erhalten, sind, der Gast wegen seines Schamgefühls keine Köstlichkeit anfassen konnte. Erst durch die Überzeugungskünste des Gastgebers wurde es aufgelöst und erst dann tauchten in ihm die Keime der neuen Empfangsgefäße für das Essen auf. Und wir haben nun gesehen, wie ein neues Essen empfangenes Gefäß erschaffen wurde. Die wachsende Überredungskunst des Gastgebers und die sinkende Widerstandskraft des Gastes erreichen allmählich den genügenden Grad, um Empfang in Schenken umzuwandeln, bis der Gast feststellen kann, dass er dem Gastgeber durch sein Essen große Freude und Gefallen bereitet. Dann nun sind bei ihm die Gefäße des Empfangs für das Essen des Gastgebers geboren. Und nun sieht man, dass die Widerstandskraft des Gastes zur Grundlage seiner Empfangsgefäße für das Essen wurde. Und genauso wie die Widerstandskraft Anlass wurde, das Essen zu empfangen, nicht Hunger und Appetit, obwohl diese die gewöhnlichen Gefäße zum Empfangen sind. Sie fragten, warum geschieht das nicht in dieser Welt, aber gerade das geschieht in dieser Welt. Was? Na, den Prozess, den wir hier beschrieben haben. Wie ich kann meinen Empfang bedecken? Raff, du bedeckst das mit jeglichen Sachen. Na, natürlich musst du es bedecken, dass der Wille zu empfangen nicht schadet. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Geber und dem Empfänger. Du musst diese Differenz kompensieren, richtig? Wie machst du das? Entweder kommst du mit deiner Waffe und sagst ihm, es gibt kein Gefühl, oder bezahlst du, oder kommst du mit Hilfe der Liebe, wie der erklärt, aber auf jeden Fall musst du zu irgendeinem Ausgleich kommen zwischen dem Geber und dem Empfänger. Schüler sagt, das ist doch unser ganzes Leben so. Also du
gibst und empfängst, es gibt nichts anderes. Schüler, das ist nicht nur geben, empfangen, sondern geben, empfangen in der Übereinstimmung der Qualität. Raff, ja, aber was ist der Ausgleich? Entweder sage ich, es gibt keinen Schöpfer und alles bleibt so schön und einfach. Weißt du, wie ein Jude, was zu $1,000 am Schabbat gefunden hat und sagte, nein, heute ist Montag, ja, und dann erhebt das Geld und sagt, alles okay. Also, es gibt ja hier eine Angleichung, kommt drauf an, zu welcher Angleichung du kommst. Schüler. Aber wenn wir uns vertiefen, sehen das ganze Leben von uns um den Prozess herum. Was gibt es da in der Spiritualität, wo du da dank diesem Gesetz der Gleichheit wirst du seine Stufe aufheben? Das ist die Weisheit der Kabbalah, wie man empfängt. So bekommst du mit Sicherheit. Alle sind so, aber du verwendest deine Einstellung zum Geber auf so eine Weise, dass du dich zu seiner Stufe erhebst. Ich bin nicht verstanden. Wie erhebe ich mich auf seine Stufe? Erzähl uns in Bezug zum Gastgeber, wie du dich zu seiner Stufe erheben kannst, wie viele Möglichkeiten du dazu hast. Oder du zahlst ihn, dann bist du wieder Gastgeber. Sogar mehr als er. Könnte das so, dass er der Herr des Restaurants ist und ist von dir abhängig, oder habt unter euch Liebe, dass du kommst, er möchte geben, du möchtest geben, ihr habt unter euch eine angleichende Form, oder du kommst mit deiner Waffe, dass du zahlst mir mit deinem Leben, ja? Welche andere weitere Möglichkeiten haben wir? Gib mir eine Möglichkeit. Wenn der Gastgeber groß ist, wie du, wenn er groß ist und alles von ihm kommt, verwendest du, was du tust, um zu seiner Stufe zu gelangen. Verdienst du doppelt so viel, sowohl die Fülle als auch den Aufstieg zu seiner Stufe. So, Tomeret, also, du weißt, der Kabbalah, wie ich es auf seine Weise annimmt. Student, wenn ich den Gastgeber schätze, habe ich mehr und mehr seine Größe. Sie haben recht. Ich halte doppelt. Ja, das ist keine Diskussion darauf. Natürlich, fragst du, wie ordnest du diese Dinge dann für dich? Wie ordnest du, dass du doppelt so viel vom Gastgeber bekommst und noch eine Wohltat damit leistest. Das muss man lernen, diese Hinterlistigkeit müssen wir lernen und diese auch umsetzen. In Ordnung. Ja, bitte, was fragst du? Was wir jetzt lesen, ist im Endeffekt der Ausdruck der Nächstenliebe. Aber das ist der Ausdruck für Nächstenliebe oder Schöpferliebe. Es gibt einen Unterschied zwischen der Absicht und der Liebe zum Freund. Ist Liebe und Absicht dasselbe? Also sagen wir, dass das dasselbe wäre. Die Absicht, dem Freunden zu geben, heißt es, ich liebe, ihm einen Sessel, einen Polster zu geben. Im Endeffekt bringe ich ihm Freude, die Absicht verändert sich. Rafa sagt, das ist nicht, das wird nicht, dass du empfängst. Alles wird gemäß der Absicht angesehen. Ich wollte noch jemand fragen. Was ist der Unterschied zwischen der Leid der Shechina und der Empfindung von Leid? Die Empfindung von Leid ist die Empfindung des Höheren, welches in einem leidvollen Zustand ist. Es gibt Achab Dillion, welcher sich in diesem Durst von uns empfangen, und dann fühlst du das Leid der Shechina. Und die Scham ist dementsprechend, wie sehr du entwickelt bist, dass du eine Scham darin fühlst, dass du nicht deinen Wunsch erfüllst. New York.
Rav, was ist bitte bedeutend dessen, dass die Kraft des Abstoßes zu einem Empfang Kli für das Empfangen wurde? Rav sagt, es wurde zum neuen Empfangsgefäß. Rav, sagen wir, dass sogar du mir etwas gibst, eine Speise, und ich auf meine Weise stoße das ab, stoße ab. Und sage, dass du mehr und mehr und mehr versuchst, mich zu überzeugen, dein Geschenk anzunehmen. Und ich sage im Endeffekt, okay, gut, nehmen wir etwas von ihnen an, dass die Kräfte der Abstoßung werden zur Kraft des Gebens. Und dass ich von dir im Endeffekt erhalte, damit erfülle ich dich mit einer Freude. Oder nicht? Ich frage dich. Ja. Er hat lange nachgedacht und dann hat er gesagt, ja, okay, wunderbar. Wir glauben dir. Student, nein, was nicht klar ist hier, in unserer Welt befindet sich ständig im Handel mit der ganzen Wirklichkeit, und du fühlst dich, dass wenn du was abstößt und das viele Mal, diese Sache in dir, Rav sagt, weil dir niemand geben möchte, so spürst du, dass du, indem du abstößt oder verneinst, leugnest, spürst dich, dass es sich lohnt, für dich zu empfangen. Verstehst du? Es gibt so eine Sache nicht. Aber wenn jemand dir mehr und mehr geben hätte wollen, und du sagst, nein, und du verpflichtest ihm mehr und mehr, dich zu beweisen, zu empfangen. Das heißt, du gehst in ein Geschäft und der Koffer sagt dir, das, was du kaufen willst, kostet $200. Und du sagst, nein, das lohnt sich nicht, das lohnt sich nicht. Und du sagst, der Verkäufer sagt dir, ich gebe das für 150, für 100, für $10. Ich will nicht, nimm es gratis. Na gut, okay, gratis, dann nehme ich das. Student, ist es in Ordnung oder nicht? Es gibt hier eine Sache, dass im Handel zwischen zweien, welche im Wesentlichen einander nahe sind, zwischen ihnen im Endeffekt neue Kelim entwickeln. Was sind neue Kelim? Leo, hör zu. Sie steigen mehr und mehr von der Stufe von Handel und Nehmen und Geben zu herzlichen Beziehungen im Herzen. Immer wenn er verneint und leugnet, er will, so klären sie mehr und mehr und mehr die Spirit und Kelim. Und sobald sie zur Verbindung gelangen, die Spirit und Kelim, so je mehr sie empfangen, je mehr er gibt, es gibt dann keinen Wert. Dann ist wesentlich nur die Verbindung zwischen ihnen. Wir gelangen zu einem Gefühlszustand, wo es zwischen uns eine Verbindung gibt. Um diese Verbindung zu erfüllen, dass er gibt und er nimmt, ist unwichtig. Sie gehen über zur Stufe der Beziehungen, nicht der materiellen, sondern der spirituellen. Es gibt etwas zwischen Handeln zwischen zwei Liebenden, welcher die Qualität der Liebe zwischen ihnen verändert. Das heißt, dass ich den nacheifere, ich dachte, dir sehne, weißt du, dass ein Mann wie ein Herr und er gibt, bezieht sich zu einer Frau, die empfängt. Er drückt, er macht so und so, er versucht sie zu überzeugen, bringt Geschenke, bringt Blumen, bis er die Stufe der Verbindung erhebst. Das ist mit der heiligen Schrina, das ist der Tanz vor der Braut. All diese Dinge, dieses Beispiel ist also den ganzen Weg bis zur vollendeten Korrektur.
Wir müssen im Wesentlichen diese Sache jetzt immer zwischen uns tun. Scheinbar auf jüdische Weise. Und zu beschäftigen, bis die Veränderung also genau die Form der Beziehung zwischen jeder einzelnen Gruppe wäre gewünscht, dass wir so einen Zustand erschaffen von Gast und Gastgeber. Und das ist mit der Absicht, immer zu einer Stufe aufzusteigen, wo sich beide im Spirituellen angleichen und auch annähern. Spiritualität ist, dass wir uns alle erheben zur spirituellen Verbindung. Rav, ראיתי שתי מצבים בסעודה. כן. יש בין המלצת צעצושטון דבר אני מכירים. גיבת צעצמתי צום אס צו אסן, אני אסה. אי אפשר... להתבייש? לא, להרציג כוונה. אני רק לאוכל. בסעודה תלוי איזה סעודה. בסעודה שאתה בא לכאן אתה משלם כסף, נכון? בסעודה פה, כן, אני מדבר פה. אתה משלם כסף ואז אין לך אותה חשבון, אותו חשבון. לא, אבל זה לא רסטורנט. זה, לא הלכתי ברסטורנט. אני רסטורנט. Ich habe, ich gehe zur Mahlzeit bei den Freunden. Rav, welche Berechnung hast du, wenn du isst? Du hast keine Berechnung mit dem Essen selbst. Was? Das Essen ist dein Essen, das würdest du von zu Hause gebracht haben. Nein, das ist nicht mein Essen, das ist Essen, um mich mit meinen Freunden zu vereinen, verbinden, aber. Das ist wunderbar. Ich will mich mit meinen Freunden vereinen, aber. Es ist sehr gut, Essen ist sehr gut, man kann nicht an der Absicht festhalten. Bumm, ich falle hinunter zu einem Zustand. Und im zweiten Zustand? Esse ich gut, aber ich fühle das Essen nicht. Ich fühle die Freunde. Ich fühle nichts am Essen. Ich esse nicht, sondern... Und auch ist nicht gut. Abhängig von der Begeisterung. Sowohl das als auch das andere. Wie geht das? Zuerst mal das, indem du mit in der Begeisterung mit den Freunden sein kannst, dass dir dann egal ist, was du isst, ist bereits eine große Sache. Wenn du ein Stück Kartoffel nimmst und darauf ein ganzes Löffel Salz aus Versehen drauf legst und isst und nicht fühlst, weil du gänzlich in einem brennenden Feuer in der Familie mit Freunden bist, ist ein gutes Zeichen. Ich komme mit den Freunden komisch vor, weil ich nicht esse und ich genieße die Verbindung zwischen uns, aber alle essen und verstehe nicht, warum isst du nicht? Und ich esse, ich ziehe Nahrung aus der Verbindung zwischen uns, ich schaue eigenartig aus. Und Rav fragt, warum isst du dich nicht? Zu sehen, weil ich nicht essen kann, ich fühle, wenn ich esse, die Lust so groß sein wird, dass ich die Freunde vergessen werde. Rav sagt, wieso? Weil du die spirituelle Verbindung da mindest mit den Freunden, wenn du isst. Wenn ich esse, also spüre ich, dass wenn ich beginne zu essen, dass ich anfange, die Verbindung zu vergessen. Die Verbindung ist mir wichtiger als das Essen. Das ist okay, aber trotzdem, es lohnt sich, trotzdem diese Dinge miteinander zu vereinen. Das ist eines, das nicht stört. In allen Stufen.
Sonst haben die Kabbalisten als etwas Wichtiges und Großes, Erhabenes definiert. Wie soll man essen und auch essen und auch in der Absicht sein? Alles eine große Arbeit. Versuch und siehe, wie schwer es ist, so zu essen und auch mit den Freunden in der Familie zu sein. Natürlich, Rav, was fehlt hier, Student? Sagen wir Nif. Nif kommt zur Mahlzeit und vor der Mahlzeit ist doppelt so viel, um zur Mahlzeit zu kommen und nur an die Freunde zu denken. Er macht nicht die Mahlzeit, er macht nichts, er isst alles zu Hause, so viel wie möglich, um dann satt zu kommen. Er macht nicht alles, was es uns hier gibt. Aber trotzdem, er kann sich gänzlich der Verbindung mit den Freunden zuwenden. Und ist es gut oder nicht gut? Student sagt, ich habe auch dasselbe gemacht, aber trotzdem. Aber ich fühle mich schlecht, weil ich dann keinen Mangel habe, mit den Freunden zu essen. Ist das auch nicht mehr gut? Rav, also wie kann man zum Zustand, dass sowohl das als auch das, beides Hand in Hand geht? Ich meine es total ernst. Rabash war sehr berechnend. Man fühlte, während er aß, wie er als ein Stück Gurken genau, wie er die spirituelle Arbeit macht. Es war für ihn schwer zu kauen, zu schlucken. Wenn in den Zeiten solche Kameras gewesen wären, hätte ich ihn aufgenommen. Ich hätte von ihm vielleicht eine Erlaubnis haben müssen, aber auch man hat ihn ein bisschen so aufgezeichnet. Er war immer sehr unter Druck. Nein, du musst essen, du musst vom Essen selbst Genuss ziehen, weil das die Freunde vorbereitet haben. Und du musst jeden Teil, den du in den Mund steckst, die Liebe beifügen. So ist das. Das ist ein Unterschied. Aber das ist so wie das eine, es ist das andere nicht. Rav sagt, nein, das andere ist das andere nicht. Nur gerade gemeinsam, Hand in Hand. Das sagt der Gastgeber, du liebst mich, hier sehen, wie sehr du mich liebst. Iss noch ein bisschen, noch ein bisschen. Bin der Mutter zum Baby, mach's für mich, tu's für mich, mach's für mich, tu's für mich. Na? Was fehlt dir, Rav? Muss noch ein bisschen arbeiten. Wir alle haben darin ein sehr tiefes Beispiel. Wir berühren das ein bisschen, aber. Aus allen Handlungen, wenn der Mensch zu totalen Glauben gelangt, wo der Schöpfer ihm liebt, das schämt sich nicht der Mensch. Ich kann nicht wie ein Baby sein, der sich um mich kümmert und es genügt ihn und er hat sich Genuss von mir. Ich kann nicht ständig in seiner Stufe bleiben. Um in seiner Stufe zu sein, muss ich mich gänzlich annullieren zum Nullpunkt hin. Verstehst du? Zum totalen Nullpunkt, absolut Null. Worüber wir gesprochen haben. Das heißt, dann genießt er von mir, so wie ich bin. Aber das ist immer noch der Anfang des Weges. In Ordnung. Die Seite ist heute ein bisschen schläft. Das ist ein Wunder. Manchmal ist hier Ruhe. Dort kommen alle Fragen her. Rav sagt, nein. Ich will nichts sehen, nein. Du hast immer gefragt, ja David, bitteschön, frag.
Es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich klären wollte. Wenn der Freund von einem anderen Freund erhält, so fühlt er nicht alles, was dieser Freund wichtig ist, dass er Essen tut, dass er von ihm die Mahlzeit bekommt, dass es ihm egal ist. Vielleicht ist es für mich nicht so gut, so viel zu empfangen. Oder wenn ich den Freunden einlade, wichtig, dass er isst. Die Frage ist hier, ob wir auf so eine Weise, in so einer Absicht, uns auf die Mahlzeit vorbereiten. Das Wesentliche über diese Mahlzeit ist die Verbindung zwischen uns. Und lasst uns bei den kommenden Mahlzeiten und jetzt zu kommenden Kongress, welchen wir in Moldova haben werden, bereiten wir uns auf so eine Weise vor, dass in der Zeit der Mahlzeiten jeder Einzelne wirklich in einer großen Anstrengung, in einer großen Spannung ist. Und wir lassen das in der Luft fühlen. Ita, hörst du? Ita, schau mich an. Ich bin schön. Schau mich an. So machen wir das so, dass dass tatsächlich während der Mahlzeit wir fühlen können, dass das Geben gegenseitig ist zwischen uns und dem Schöpfer, nicht einfach Segen, sondern wirklich vom Herzen. Aber im Beispiel von Schöpfer und Geschöpf, sobald das Geschöpf anfängt zu erhalten, diese Schöpfer ihm versucht zu überzeugen, löst sich auch die Beziehung, was ist der Absicht, die er mir gibt. Sein ganzer Wunsch ist es, nur zu geben, oder kümmert er sich auch um mich? Oder kümmert er sich nur um sich selbst, um zu geben? Ja, der Schöpfer ist von vornherein bereits gebend. Es gibt keine Berechnungen. Du erfüllst ihn auch. Es gibt nichts, was zu ihm kommt. Er ist vollkommen. Alle diese Berechnung seinerseits mit dir ist in seinem äußeren Kelim, welche in Bezug zu dir geschaffen hat, welche dich erfüllen möchte. Welcher Rechem heißt? Tiferet, de Bina. Es gibt nicht so eine Empfindung, dass er nur das Verlangen hat zu geben. Es gibt sowas, ich sage, bevor es ein Geschöpf gibt, auf so eine Weise, welche in der Lage ist, genutzt zu ziehen, indem es er vom Schöpfer empfängt. So, wie können wir sprechen? Es gibt keine Kelim. Sämtliche Kelim des Schöpfers sind in den Geschöpfen verankert. Ja. Wenn der Schöpfer vollkommen ist, dann erfüllt man mit Freude die ganze Menschheit, das gesamte Kli. Das ist in meinen Augen der Schöpfer. Ich habe auf sie Einfluss, weil er sie lieb hat, weil er dieses Lied geschaffen hat, welches sich ich erfüllen muss, geben muss, lieben muss. Darauf habe ich Einfluss. Darin ist mein Einfluss auf den Schöpfer. Ich habe geschrieben, hoffentlich lässt er mich in Ruhe und befolgt meine Tora. Also in Bezug zum Schöpfer sind wir alle Gerechte. Du kannst niemals in Bezug zu ihnen jemand sein, der etwas sein. Nur in Bezug zu den Geschöpfen. Das sind seine Söhne. Student, aber du dienst der Schöpfung, der Menschheit für ihn, um ihn zu erfreuen. Was ist es zum Schöpfer zu erfreuen, wenn ich es der Menschheit mache? Für mich ist die Schöpfung und der Schöpfer eins. Das ist in diesem letzten Punkt der Liebe, die Schöpferliebe und die Geschöpfliebe zu einem werden. Sind interessant. Heute fragen besondere Gruppenfragen. Toronto ist die dritte Frage. Toronto. Aber auch zu diesem Beispiel. Jeder erklärt sofort nach dem Zimtzum, das ist hier
zu empfangen, um zu geben gibt. Und ich wollte fragen, wo es hier geben, um zu geben? Ja, geben, um zu geben, ist nur eine Vorbereitung. Katnut. Und deshalb sprechen wir nicht in diesem Zustand. Rostov. In diesen Gesprächen zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf kann die Furcht, die Angst erscheinen. Mit anderen Worten, kann der Schöpfer irgendwie drohen, wie die Mutter manchmal ihr Kind bedroht, um in ihm Angst zu erwecken? Ras sagt, ja, du musst wie ein Bär heraus essen. Schiffer macht das selber. Und ich will ein kleines Kind haben, wir Angst vor dem Wolf oder vor dem Bär hier raus und machen das, was wir tun müssen. Das ist die Bedeutung dessen von Lolishma. Jerusalem. Was gibt es in der Scham? Es ist so eine Kraft, dass man bereit ist zu sterben, nur nicht zu schämen. Scham ist die Verletzung unseres Egos. Unser Ego ist das einzige Geschöpf. Wenn dieses Geschöpf verschwindet, bin ich bereit, mein Leben zu beenden. Denn mein ganzes Leben ist nur mein Ego im komfortablen und respektablen Zustand, so wie er es fordert, verlangt, zu halten. Es gibt außerdem nichts anderes. Versuch zu prüfen, was du von früh bis spät tust, ist alles nur dein Ego richtig zu positionieren. Du machst nichts anderes außerdem. Wenn du beginnst, um zu geben, zu tun, so wirst du genau entdecken, darin, dass du dein Ego verlässt, diese Sorge für den eigenen Respekt. Ansonsten befindest du dich immer nur, dass du Respekt bekommst. Muss ich sein, dass alle sehen und wissen, nicht ehren? Nein, aber dass du dein Selbstwertgefühl aufrechterhaltest. Ashkelon, die Anstrengung des Gastes zum Gastgeber und eingeladen wird zu essen und er das abstößt, ist ein Geschenk, welches ihm verdirbt, gemäß wie er es wahrnimmt. Und der Freund tut mehr und mehr und mehr abstoßen. Die Empfangsgefäße, die hier angeführt werden. Sondern wenn sein Freund beginnt, ihn quasi zu einem Abschluss, beginnt sich neue Empfangsgefäße zu entwickeln. Die neuen Empfangsgefäße, die Annäherung der Gedanken zwischen Schöpfer und Geschöpf. Rav sagt, ja, das ist der Aufbau der zweiten Stufe. Beziehungen von Herz zu Herz. An welchen es ganz egal ist. Wer gibt oder wer empfängt, das Wesentliche ist hier die Verbindung. Die Verbindung aufrecht bleibt und wächst. In Ordnung? Ja. Student, ich versuche zu verstehen. Heute, jetzt, tut der Schöpfer geben. Was gibt es? Sagt er, das weiß ich nicht. Oh, ich weiß es nicht, aber ich. Aber sagen, dass er es gibt und erfüllen möchte und ich möchte mit ihm in Verbindung treten. So muss ich zuerst einmal einen Zimtzum machen, die ganze Wirklichkeit einzuschränken. Also du musst keinen Zimtzum machen, weil du fühlst immer noch nicht, dass er dir das gibt. Du musst dich zuerst beginnen, ihm anzunähern. Und dann werde ich irgendeinen Geben von ihm, von der Seite fühlen. Und er sagt, ja, in dem Maß, in dem du nachstrebst, zu ihm hinzugehen, ihm zu geben, Kelim ihm vorzuwerfen, dass du hier verwandelst, zu jedem Gast wirst, beginnt zum Gastgeber kommt und sagt, ich habe das Glied vorbereitet, ich will von dir empfangen, um dir Freude zu bereiten. Die Freude, das Wesentliche ist, die ich dir bereiten will. Vielleicht kann ich dir Freude damit bereiten, ohne von dir was zu empfangen.
Ist das möglich oder nicht? Der Chef sagt, ja, natürlich ist es möglich, ist okay. Ich bin bereit, von dir Genuss zu erhalten, ohne was zu geben. Oh, wie gut das ist, warum ist das gut? Denn ich muss meine Empfangsgefäße nicht vorbereiten, zum Empfangen und zu geben. So, gib mir bitte, dir Freude zu bereiten, damit ich von dir nichts erhalte. Und er gibt dir das Geben von deiner Seite aus ihm gegenüber, wird Katnut oder Lichasadim genannt. Du auf so eine Weise kommst. Ich habe keine Möglichkeit von dir zu empfangen, um zu geben. Ich möchte mit dir in Verbindung bleiben und möchte dir geben. Gib mir die Möglichkeit, bitte. Na wunderbar. Du hast Nefesh Ruach. Du gibst ihn. Du fühlst, dass du ihm gibst. Du fühlst zwar ihn nicht, denn du hast noch keine Verbindung in der Materie, aber in seiner Beziehung, in einer schönen Beziehung zueinander. Wunderbar. Du befindest dich bereits in Ibuja, in Ikamuchin und Katnut. Ja, Student. Wie kann man in diesen Modus eintreten, seitens dessen, dass der Schöpfer dir dich überzeugen möchte? Ah, sagt, du musst bereits mit der Gruppe bereit sein, mittels verschiedener Handlungen, mit denen wir gesprochen haben, geben, um zu geben. Der Schöpfer macht dir keine Sorgen mehr, bei ihm wirkt alles in Form von Ursache und Wirkung, sofort. Und er wird dich überzeugen. Und im Zustand auf Chassadim, welchen Sie hier jetzt quasi hier beschrieben haben, ist es so wie ein Gast zu sein. Rav sind Chassadim, wie ein Gast, heißt, dass du ihm geben kannst, ohne von ihm aktiv etwas zu erhalten. Du bereitest deine Kelim auf solche Weise vor. Du hast Angst, mit ihm zu kommen, mit etwas, mit einer Erwartungshaltung etwas zu erhalten. Du sagst, nein, ich mache nur Folgendes. Er will mir alles geben. Nein, mir ist lieber, ich komme zu ihm und gib ihm was. Aber ich komme zu ihm und komme mit ihm zu ihm mit einem kleinen Geschenk. Er braucht dieses Geschenk nicht, aber trotzdem möchte ich, dass die Verbindung damit beginnt, dass ich der Erste bin, der ihm etwas gibt, dass ich vor ihm bin. Und dann kommst du bereits mit dem Geschenk, mit einem Geschenk und noch was und noch was und noch was, bis ihr anfangt euch, er gibt dir die Möglichkeit, mir etwas zu schenken. Und bis du anfängst, mit ihm in seiner Verbindung zu sein, dass du in der Lage bist, bereits nicht deine Beziehung, deine Einstellung der Liebe, eure Beziehung zueinander in Gefahr zu bringen. Zu Beginn bereits zu empfangen, das sind bereits Genüsse. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kennst du die? Ja, du die. Hallo? Ja, nein? Silicon Valley. Silicon Valley. Da Shalom, da Regie. Ja, Shalom, Anton. Freunde, die Frage ist eine solche. Sag, dass der Schöpfer hat gewartet, dass du bereits empfangen kannst. Wie kann man diese Empfindung verstärken, dass nur immer größer und größer wird? Wir erhalten all diese Empfindungsstellungen durch die Gruppe. Das kommt zu einem Menschen. Je mehr man mit den Freunden arbeitet, desto mehr und mehr fühlt man plötzlich, dass wir eine Art Definition, Beziehung, Verbindung zum Schöpfer haben. Man muss auf solche eine Weise beginnen zu arbeiten. Es gibt ja keine andere Lösung, nur durch die Hawaia. Schöpfer befindet sich in der Hawaia. Hawaia ist die Gruppe. Na und, wo sind wir? Punkt 16. Mit Hilfe des Beispiels zwischen Gast und Gastgeber können wir jetzt erstehen, was Zivug Daka und das resultierende Hochoser ist, welches einerseits zu einem neuen Kli, also anstelle vom Prinadalet, das höhere Licht empfängt. Die Wechselwirkung findet statt, da das Licht
mit der Absicht, auf den Massach trifft, im Chandalt einzudringen. Es ähnelt einem Gastgeber, der den Geist zum Essen zu überzeugen versucht. In dem Maß, wie der Gastgeber wünscht, dass sein Gast den von ihm zubereiteten Speisen zustimmt, so sehr möchte auch das höhere Licht sich in dem Empfangenen verbreiten. Und der Massach, der gegen das kommende Licht gerichtet ist und es zurückstößt, ähnelt der Widerstandskraft des Gastes, um seine Absage, Speise und Trank zu akzeptieren. So stößt er das Gute weg. Diesem Beispiel findet man, dass gerade die Abweisung und zu essen und zu einem neuen, richtigen Empfangsgefäß für das Essen wurde. Auf diese Weise kann man sich vorstellen, dass das Orochosera ein Empfangsgefäß anstelle vom Chinandalet wird, das diese Rolle von Tzimtzum Aleph spielte. Wir müssen uns jedoch immer daran erinnern, dass dies nur in den Parzufim der Kedusha der Welten Abia geschieht, aber nicht in den Parzufim der Klipot unserer Welt, welche Prinadalet weiterhin ein Fassgefäß darstellt. Deswegen werden sie vom höheren Licht getrennt. Wegen des Unterschieds zwischen der Eigenschaften von Prinadalet und denen des Schöpfers gibt es daher weder in den Klipot noch in unserer Welt auch nur einen Funken Licht. Daher werden die Klipot die Klipot und seine Kräfte verlangen, das Licht ohne Massach zu empfangen, die Klipot und die Sünder für tot gehalten. Da das Verlangen, das Licht ohne Massach zu empfangen, sich vom Licht alles Lebens, dem Licht des Schöpfers trennt. כי אי אפשר להסביר יותר. לפני שנעבור לחלק הבא של השיעור, מיסטר אוטריך קין, סין וגמיינצם אליט. באתי לעולם הזה בכדי לדעת לגלות עולם נסתר והוא היד יש כאלה אנשים להם חיכית והם רואים את מה שאף אחד לא רואה יש לי שאלה גדולה איך הגיע לגלות מה שגילו, איך להניע תמחר לך סביבה טובה ותגיע ותגלה לך עולם מושלם שנעלם את עולמך תראה בחייך את עולמך חייך עוד בעולם הזה תראה את עולמך באתי לעולם הזה בכדי לצמוח להשתנות ולגלות ולא לברוח מהגילוי שמחכה איתי לשמוח דרך חברים עוד תגלה נפלאות את עולמך תראה בחייך את עולמך תראה בחייך עוד בעולם הזה תראה עולמך את עולמך תראה בחייך את עולמך תראה בחייך